Ja, Huhu hier wieder beim Quali und bei Baldur's Gate 3. Wir haben beim letzten Mal ganz viel nicht geschafft. Ganz viel Treffer nicht geschafft und unseren Plan, das Schwert von diesem Teufel zu kriegen, nicht geschafft. Und ja, wir sind trotzdem irgendwie hier am Strand angekommen. Wir haben wahrscheinlich Lesael getötet. In unserem Versuch, das Schwert zu bekommen. Aber jetzt finden wir uns hier am Strand wieder. Und da ist ein zerfleischter Fischer. Und gibt es hier sonst noch irgendwie was? Nee. These boots have seen everything. Der hat Geld bei sich. Nehmen wir noch mit. Das kann er im Tod eh nicht mehr gebrauchen. So, wir haben auch einen Stufenaufstieg. Sehen wir unseren Koali hier nochmal in voller gnomischer Präsenz. Mit seiner Armbrust. Die jetzt nicht seine Hauptwaffe werden wird. So, Stufenaufstieg. Er bekommt mehr Gesundheit. Er bekommt ein Klassenmerkmal und zwar Gesinn für Gefahr. Ich bin bei Geschicklichkeitsrettungswürfen gegen Fallen, Zauber und Oberflächen im Vorteil. Allerdings dürfte ich dann nicht blind oder kampfunfähig sein. Wichtiger Zusatz. Weil man kann sehr schnell blind werden in diesem Spiel. Gibt einige Sachen, die einen blind werden lassen. Zauber zum Beispiel. Und ich bekomme rücksichtsloser Angriff. Dann bin ich beim nächsten Zug... bis zu meinem nächsten Zug bei Angriffswürfen im Vorteil. Das heißt, ich würfel zwei Würfel und darf davon den höheren nehmen. Aber die Gegner sind auch gegen mich im Vorteil. Das ist natürlich ein Nachteil. Nee. Ja. Um das halt gut ausnutzen zu können, wäre es halt ganz cool, wenn man den irgendwann so skillen kann, dass er eine hohe Rüstungsklasse hat, dass das nicht mehr so ausschlaggebend ist. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ja, ich denke, das nehmen wir einfach mal an. Wir haben jetzt 25 Lebenspunkte und haben hier diesen rücksichtslosen Angriff zusätzlich zum Kampfrausch noch dazu bekommen. Schattenherz. Zumindest sie hat überlebt. Yay. Und ihr komischer Würfel, den sie dann noch mitgebracht hat. Sollen wir nach dem Artefakt greifen oder sollen wir sie einfach so auf... Ich glaube, ich will wissen, was das Artefakt ist. Erstmal umgucken. Guckt jemand? Ich ja so als... Jetzt haben wir es eher direkt verscherzt wahrscheinlich. What are you doing? Nix. Honest of you. Don't do it again. I'll give you a pass this time, considering I owe you my life. And speaking of, how are we alive? Ja, keine Ahnung. So egal. True. Seems like we're the lucky ones, judging by all the corpses strewn about. I remember the ship. I remember falling. Nothing. Wo sind wir denn überhaupt? No. I don't recognize this place. But anything's an improvement on where we just came from. First things first. We need supplies, shelter, and most of all a healer. We might have escaped, but we still have these little monsters in our heads. Ja. Kommst du mit? We need each other, and we both know what's at stake. Can't think of better company. Na gut. One thing, just before we go. I wanted to thank you again for freeing me. It would have been all too easy for you to run right past my pod, but you didn't. I'll remember that. Lead the way. Alles klar. Eigentlich hat sie ja auch
Lisel getötet, ne? Also irgendwie passt das ja auch. Die konnte Lisel ja auch nicht von Anfang an nicht leiden. Aber auch sie hat einen Stufenaufstieg. Werde sie nachher sowieso ein bisschen umskillen, sobald ich das machen kann. Von daher ist es jetzt hier gar nicht so... Man könnte jetzt hier halt zum Beispiel auch direkt schon eine Klasse ändern, auf Stufe 2. Multiclassing ist halt so ein Ding in dem Spiel. Das sind die Klassen, die es alle gibt. Aber ich lasse das jetzt gerade mal an dieser Stelle. Lasse sie als Kleriker. Wir kriegen hier auch einen Zauberplatz und wir kriegen göttliche Machtfokus. Ich kann man damit Untote vertreiben. Ja. Und das ist das, was ich dadurch bekomme. Und ich kann ein Abbild beschwören. Außerdem kann ich jetzt hier Zauber vorbereiten. So, zwei Heilungszauber sind ganz gut, weil ich finde, sie wird die Heilerin der Gruppe. Das ist sie eigentlich prädestiniert für. Und hier den Segen haue ich wieder rein. Das sind halt zwei Konzentrationszauber. Einen von den beiden kann ich nur aufrechterhalten. Das heißt, das geht wahrscheinlich dann wieder raus. Und dafür nehmen wir den Befehl aber auch wieder mit. Das ist so ganz gut. So. Alright, what now? Hier ist noch jemand. Oh, eine tote Lisel. Mit all dem Zeug, was sie hatte. Könnte ich sie jetzt wiederbeleben? Und die nächste Frage ist, will ich das Rollenspiel technisch? Weil ich finde es gerade sehr schön eigentlich, dass sie gestorben ist. Ich weiß aber auch, dass dann ein richtig fetter Teil an Nebenquests ja nicht wegfällt, aber nicht so geil wird. Aber ich bin auch mal gespannt, wie das sich dann spielt, wenn sie nicht dabei ist. Oder ob das dann überhaupt auftaucht. Naja, klaue ich hier jetzt mal einfach den ganzen Kram. Und lasse sie hier liegen. Als tote Lisel. Eigentlich müsste sie ja auch noch einen Gedankenschinder haben, ne? Aber irgendwie ist das hier noch nicht so ein Ding. No one back home will ever believe this. Wonder if the gods are watching me. Vielleicht mache ich es mir dadurch jetzt auch ein bisschen schwerer. Aber wie gesagt, ich finde es gerade irgendwie ganz cool, irgendwie, dass das jetzt so passiert ist. Wegen spielerischer Dummheit und wegen... Fresh water. There must be a settlement somewhere nearby. So. Hier gibt es ein paar Fischermannslieder. Aber zumindest gibt uns das Spiel die Möglichkeit, selbst wenn wir da so einen Scheiß gebaut haben. Also ich gehe mal stark davon aus, dass man Lisel da hätte wiederbeleben können. Tja. Liebesbriefe, die wahrscheinlich nichts mit bedeuten. That will fit in my pack. Man kann übrigens auch diese Rucksäcke mitnehmen und dann auch irgendwie vollstopfen, aber dadurch, dass ich jetzt auch hier vielleicht mache ich das sogar. Warte mal. Aufheben. Weil ich finde, das Inventar ist fürchterlich in dem Spiel. Man hier sieht alles durcheinander. Man kann es zwar irgendwie sortieren nach ganz wenig Sachen, aber irgendwie ist das kacke so. Und wenn man jetzt hier die ganzen Sachen alle in so einen Sack packen kann, dann ist das doch alles schon ein bisschen geiler. So.
Wir könnten jetzt auch direkt mittlere Rüstung anziehen, hätten dann eine Rüstungsklasse von 15 mit unserem Barbar plus 2 von unserer Geschicklichkeit, das heißt, wir hätten 17 insgesamt, würden dadurch unseren Konstitutionsmodifier von ungerüstete Verteidigung verlieren, aber das juckt uns ja gerade erstmal nicht, oder? Denn wir sind hier geübt mit mittlerer Rüstung und können das also auch anziehen. Das, was Lesel vorher anhatte, passt natürlich dem Gnom auf. Hier, wie man sieht, es passt ihm wie angegossen. Aber gut. So, ja, dann den Rest stopfen wir hier wieder in diesen Rucksack. Man kann auch irgendwie mehrere Sachen auswählen. Alles will ich nicht auswählen. Kleidung haben wir ja gerade abgelegt. Irgendwie ist das mit diesem Steuerungszeugs irgendwie bei mir irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, funktioniert nicht so richtig. Also das ist auch noch so ein Ding, was mich tierisch aufregt. Wenn man Stapel in Rucksäcke reinhaut, dann funktioniert das aus irgendeinem Grund nicht vernünftig. So, alles hier schnell reinziehen. Die behalte ich mal, die kann ich mal ans Lager schicken. Das kann man übrigens von immer machen. Zack. So, Wasser behalte ich. Den ganzen Krams hier kann man gleich alles verticken, sobald wir einen Händler finden. Lesels Kleidung. Ja, brauchen wir, glaube ich, nicht. Aber wir behalten es mal. So, dann kann man nämlich später den gesamten Beutel einfach dem Händler rüberschieben. Und dann haben wir, ist das wesentlich schneller im Verkaufen und so. Und wir sagen jetzt ja schon mal, zack, das sind Waren. Wir wissen hier, das ist ein Warenbeutel. So, und den Rest behalten wir erstmal so. Nicht in allen Sachen ist was drin. Wie in jedem anderen Rollenspiel auch. Hier haben wir das erste Mal ein Diebeswerkzeug. Das ist ganz cool. Das geben wir mal direkt. Wo ich kann es eigentlich mit Geschicklichkeit 14 auch ganz gut benutzen. Man muss halt irgendwie in regelmäßigen Abständen dann sein Inventar mal wieder aufräumen. Hier weiß ich schon, da ist nichts drin. Die haben nichts mit sich. So, hier haben wir eine Wegmarke. Und hier kommen wir nicht rein. Maybe there's another entrance. Ja. So, und hier kamen wir jetzt irgendwie schon zu einem Kampf gleich. Den war nicht in dem Early Access schon super krass herausfordernd. Der war ja echt heftig. Und das hat mir auch so ein bisschen das Spiel vergabelt. Dass man halt die Kämpfe am Anfang nicht so richtig schön angepasst hatte. Vielleicht habe ich mich auch noch zu doof angestellt, so, aber diese Viecher, Intellektverschlinger, die waren richtig krass am Anfang. Das ist ein Toter, aber hier hinten sind auch Lebende.
So. Ja. Deadlier than ever. Better stay back. One strike could be lethal. Hier bin ich im Nachteil. Außerhalb der normalen Reichweite. Das heißt, ich müsste noch ein bisschen laufen. Jetzt bin ich nicht mehr im Nachteil. Aber ihr seht jetzt schon, die sind schon auch jetzt noch nicht mit einem Schuss direkt tot wie diese Teufelchen, sondern die haben halt auch mal 15 Lebenspunkte, ne? Und das sind halt 3 Stück. Was machen wir mit ihr? Sie läuft nach vorne. Das hilft nicht. Untot sind die nicht, glaube ich. Hauen wir mal ein bisschen Licht um die Ohren. Töten das Ding damit. Und dann ist dann der Barbar dran. Ist jetzt unsere 17er AC ist schon ziemlich gut. Sollen wir noch mal? So weit kommt sie nicht. Das heißt, ich muss einen Fernkampf oder Zauberangriff machen. Nochmal den. Oh, das reicht auch. Guck mal. Das ist doch mega gut gelaufen. So, die haben natürlich wieder nichts dabei, das weiß ich. Hier diese Tanks können wir mal wieder aufheben. Wir haben mal gesehen, wie effektiv die sein können, potenziell. Hier haben wir ganz viel Zeug. Was in hier? Truhe entdeckt. Da ist ein Gift drin. Und ein Trank der Geschwindigkeit. Das ist, kann für unseren Barbaren ziemlich gut werden. Damit kriegt man eine extra Aktion im Kampf. Aber schnell wieder raus aus diesem Schiff. Übrigens kann unser Waldgnom auch mit Tieren sprechen. Das können wir eigentlich mal anmachen. Es hält immer an bis zur nächsten langen Rast. Vielleicht laufen mir ein paar Tiere umher. Kann ich den nehmen? Hier ist Meergras. Das sind alles so Crafting Materials. Hier Belladonna auch. Wenn man Alt gedrückt hält, dann kann man auch sich das anzeigen lassen, was man in der Umgebung aufheben könnte. So, und jetzt müssen wir hier das Diebeswerkzeug kann man jetzt benutzen. Wir haben jetzt das Diebeswerkzeug macht, dass wir den Test überhaupt was machen können. Wir haben plus 2 Geschicklichkeit. Können jetzt noch einen Bonus kriegen, weil sie könnte die göttliche Führung wirken. Das ist ein Zaubertrick.
wenn wir nochmal einen D4 kriegen, aber ich glaube, das musst du auch so. Schwierigkeitsgrad 5 ist jetzt echt nix. Wir haben einen Helm und Gold. Und so ein Helm nehmen wir nochmal direkt. Sieht natürlich total scheiße aus, wie fast immer in den Spielen. Also zumindest finde ich, dass es scheiße aussieht. Ich finde auch, die Rüstung sieht scheiße aus. Aber gut, die Rüstung kann man nicht wegmachen. Aber hier bei Dialogen ausblenden oder immer ausblenden. Hat dann trotzdem die Werte, aber man sieht nicht so kacke aus. Jetzt hier ein bisschen umgucken. Da hinten ist noch Crafting-Zeug. Ups. Entschuldigung. Hier ist noch eine Gedankenschinderkapsel. Und hier scheint derjenige zu sein, der da gerade rausgekommen ist. I should speak up. Harry, I've got one of those brain things cornered. There, in the grass. You can kill it, can't you? Like you killed the others? Kein Thema, mach ich. Geh mal weg. There. Can you see it? Ein Schweinchen. Shh. Not a sound. Not if you want to keep that darling neck of yours. And you. Keep your distance. No need for this to get messy. I need him alive. Stow that blade, or I'll show you just how messy things can get. Promises, promises. But I have other business, I'm afraid. Now, I saw you on the ship, didn't I? Not? Also, ich habe ihn nicht gesehen auf dem Schiff. Aber wir sind Barbar, wir machen jetzt einen Kopfstoß hier, zack. 14 plus 3 plus 2. Wir geben uns jetzt den Segenbonus nochmal dazu. Kriegt sowas von Kopfstoß. Ja, aber sowas von. Mich hier einfach so anzugreifen. You son of a... Your mind twists. You're looking out of unfamiliar eyes, prowling dark, busy streets. You try to hold the memory, but it fades to the worm. The light, the fear. What was that? What's going on? That is the worm. The worm? Da ist der Wurm drin, könnte man sagen. That explains things somewhat. And to think. I was ready to decorate the ground with your innards. Apologies. Indeed we are. Please, allow me to introduce myself. My name's Astarion. I was in Baldur's Gate when those beasts snatched me. My, my. You've been busy. So, did you learn anything about these worms while wandering the ship? Ja, die machen uns zu Gedanken. Turn us into... Of course it'll turn me into a monster. What else did I expect? Although, it hasn't happened yet. If we can find an expert, someone that can control these things, there might still be time. Kontrollieren. Ich will die eigentlich eher loswerden. Well, yes, of course. But first things first.
Ja, komm noch mal mit. You know, I was ready to go this alone. But maybe sticking with the herd isn't such a bad idea. And anyone that can crash a mind flayer ship and walk away seems like a good person to know. All right. I accept. Lead on. Also haben wir einen dritten Party-Member. Well, hello. Astarion. Schauen wir mal jetzt der Stufenaufstieg bei ihm. Also, er ist ein Schurke. Sieht man ja auch schon. Und hat man ja auch gemerkt in seinen Handlungsweisen. Er bekommt raffinierte Aktion Verstecken. Für eine Bonusaktion kann er sich verstecken. Für eine Bonusaktion kann er spurten. Und für eine Bonusaktion kann er sich zurückziehen. Alles gute Sachen. Nehmen wir mit. Außerdem hat er hier die Möglichkeit, hinterhältige Angriffe zu machen. Und zwar bei Gegnern, wo er gegen im Vorteil ist. Oder wenn ein Verbündeter in 1,5 Meter Reichweite ist und ich nicht im Nachteil bin. So, und er hat einen Kurzbogen und er hat einen Dolch. Jetzt nichts super cooles. Wir können eigentlich mal still breathing. Schauen, wir haben hier nämlich noch einen Dolch, dann können wir eben direkt mal einen zweiten Dolch geben. Damit er mit zwei Händen kämpfen kann. Und wir schauen nochmal in unseren Kaufrucksack und geben mal so eine leichte Armbrust an Schattenherz. Das behalte ich auch noch, dann können wir zurück ans Lager senden. So. Can't afford to stay alive. Wir können auch hier die ganze Gruppe eigentlich aufmachen. Wir müssen uns dann hier irgendwie untereinander ausrüsten. Zack. Ölflasche hat er auch dabei. Ihm können wir mal das Gift auch rüberschieben. Ich glaube, der macht da mehr mit dem Gift als wir. So, und dann Rüstungsklasse 14, weil er hier nur so eine leichte Rüstung trägt. Onward. Ever onward. I have a lot on my mind. And, well, in it. Can't slow down. There. A mind flayer. And it's hard. That thing's bound to be dangerous, even if injured. You approach the dying monster. This is the thing that abducted you. You could end its life here and now, if only you didn't feel compassion. Compassion. Mitleid? Nein. Ich soll wütend sein. Yes, you feel hate. And you deserve to be punished for it. You should be whipped, made to bow before this creature in shame. It's possessing your mind, forcing you to love it. But then the feeling slips. The creature's mind seems to focus elsewhere. The monster lies exhausted, defeated. Its eyes, wet orange pearls, radiate malice. Die Augen für immer schließen.
nicht mit unserem Barbar. Monster. Death is too good for it. So, haben wir hier auch noch irgendwie was, was wir holen können? Sieht nicht danach aus. Was ich halt weiß noch, irgendwie, dass hier unten noch was ist. Deswegen gehen wir nochmal zurück. Da gibt es versteckten Loot. Und ein Schweinchen. Hallo. Schweinchen. Sie ist verschwunden. Schade. So, hier können wir runterspringen. Ja. Alles fehlgeschlagen. Also hier unter dem Stein ist was, aber unsere Party ist zu doof. Das passiert dann halt auch manchmal, ne? Na gut, laufen wir weiter. Aber das Gute ist, es gibt halt irgendwie nichts, was, also, wo man richtig, wo man Dinge wirklich braucht, funktionieren sie, glaube ich, auch. Und bei allem anderen, was man so durch Skillchecks oder sowas nicht hinkriegt, da gibt es immer noch andere Möglichkeiten, die, die Sachen zu lösen. Dead goblins over there. Worth checking for supplies, maybe. Ja, goblins. What's going on with that room? Approach the sigil on the stone. Magic glitters and swirls from it erratically, as if malfunctioning. It looks slightly dangerous. Erstmal anpacken. Ich finde, sie haben so von den Gesten und so haben sie auch einen Gnom echt gut getroffen. Eine Hand? Perhaps I should have clarified. A helping hand. Anyone? Ach so. Ja, wir sind ja nicht der Schlauste, ne? Just your average traveler stuck between realms. Pull me out, and we'll get properly introduced. Na gut, ausnahmsweise. Funktioniert. Hat's halt mal Glück gehabt. That's it. Go on. Keep pulling. Oh. Hello. I'm Gale of Waterdeep. Apologies. Usually better at this. Hmm. That magic. Say, but I know you, don't I? In a manner of speaking. You were on the North Lloyd as well. Ach, er war auch da. Hab dich da nicht gesehen.
I can only assume you too were on the receiving end of a rather unwelcome insertion in the ocular region. Eh? No use sugarcoating it, is there? The insertee we speak of, this parasite, are you aware that after a period of excruciating gestation, it will turn us into mind flayers? It's a process known as seramorphosis, and let me assure you, it is to be avoided. You don't happen to be a cleric by any chance, do you? A doctor? Surgeon? Uncannily adroit with a knitting needle? Jetzt mal ehrlich, sehe ich aus wie ein Kleriker? You seem to know enough about our condition to realize it's beyond most clerics' skills. Most, no doubt, but I find myself hoping to be in the presence of the few. You don't happen to be one of them. As we've established, few enough can. It's not exactly a common affliction. We're most certainly going to need a healer, and soon, too. How about we lend each other a helping hand once more and look for a healer together? Na gut, okay. Most excellent. Parasite shared is a parasite halved. Or something to that effect. Oh, but before you think you're about to embark on a journey with most ill-mannered a man, thank you for pulling me out of that stone. It was an act of foresighted kindness, I assure you. For I have the feeling ample opportunities will present themselves for me to return the favor. Na, bin ich ja mal gespannt. Schauen wir uns den nochmal an. Er ist ein Magier. Ja, Magier, Stufe 2. Mehr Gesundheit. Er bekommt einen Zauberplatz und er bekommt Zauberform. Hervorrufungszauber für verbündete Kreaturen haben automatisch Erfolg bei Rettungswürfen. Mhm. Ja, wir können das auch noch ändern. Wir haben jetzt hier viele Möglichkeiten. Erkenntnis, Verwandlung. Ich könnte ihn ja mal so zum Nekromanten machen. Was? Ich glaube, das ist mal ganz lustig. Oder ein Beschwörer. Richtig, Nekromantie-Zauber kriegt man, glaube ich, erst spät im Spiel. Aber mal gucken. Was haben wir denn hier für Zauber, die er kriegt? Guck mal, hier kann man zum Beispiel lange Schritte. Das brauchen wir, um unseren Gnomen-Nachteil ein bisschen auszugleichen. Magisches Geschoss brauchen wir auf jeden Fall auch. Der kann auch Schlaf machen. Magierrüstung ist auch wichtig. Irgendwas hier, was noch geil ist. Schild. Schild ist eigentlich auch ziemlich wichtig. Aber irgendwie haben wir nur zwei zur Verfügung. Das ist ein Nekromantie-Zauber auch noch, ne? Beschwörung. Schmieren. Also das finde ich schon wichtig für den Gnomen. Nehmen den Hexenpfeil raus, tun für das magische Geschoss rein. Die Donnerwoge ist eigentlich auch ganz okay. Schlaf, ja. Ja, der Rest muss halt in den höheren Stufen kommen, ne?
sehen wir da nicht so viel Nekromantie. So, Arcana Erholung. Feuerball hat er auch. Kältestrahl hat er auch. So, außerhalb von Kämpfen kann ich Zauberplätze regenerieren. Das ist auch mal ziemlich gut. Und zwar kann ich das einmal machen momentan. Naja, wir werden mal sehen, wie sich das hier entwickelt mit unserer Party hier. Ob wir noch andere Leute finden. Für die Zeit bis jetzt sage ich mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn wir dann mit dieser Party halt mal gucken, wo die Goblins sind. Tschüss!